Chinelo lacht gerne. Sie sind zum ersten Mal in Deutschland. Wie war Ihr erster Eindruck? Es ist kalt. Dass die 30-jährige Nigerianerin wieder lachen kann, hat sie Professor Dr. Hölzle und seinem Team von der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie zu verdanken. Mit 16 Jahren entdeckte die junge Frau einen Tumor in ihrem Gesicht, der zu wachsen begann. 10 Jahre später wog die Wucherung fast 440 Gramm und hatte große Teile des Gesichts entstellt. Das Atmen, Essen und Sehen fiel ihr zusehends schwerer. Da die Behandlungen vor Ort erfolglos blieben, wandte sich Chinelos Ehemann schließlich an Pfarrer Dr. Martin Ibi. Eines Morgens kamen Chinelo und ihr Mann zu mir und haben mir dann ihre Geschichte erzählt und um Hilfe gebeten. In der Situation war ich zunächst einmal geschockt, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Zurück in seiner Gemeinde in Deutschland suchte Pfarrer Martin Ibi die Unterstützung der befreundeten Ärztin Dr. Lydia Kersch. Die beiden kontaktierten den Verein Interplast, der Operationen in Entwicklungsländern dank ehrenamtlicher Arbeit und Spenden durchführt. So wurden Professor Dr. Hölzle und sein Team auf den Fall aufmerksam. Als ich zum ersten Mal ihre Bilder gesehen habe, dann geht dann natürlich manches durch den Kopf. Also es waren zwei große Fragestellungen. Die Fragestellung war die Schädelbasis infiltriert oder muss das Auge mit raus links? Das waren so die Fragen, die schwierig waren. Und natürlich auch die Histologie. Das heißt, was ist es wirklich? Was liegt vor? Die Untersuchungsergebnisse aus Nigeria schafften schließlich Klarheit. Es handelte sich um ein Ameloblastom, einen langsam wachsenden, tendenziell gutartigen Tumor, der sich zwar bösartig verändern kann, aber grundsätzlich operabel ist. Und am heiligen Abend, abends um 6 Uhr, hat er eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, sie hätten gerade die Bilder zusammen angeguckt und sie würden denken, das wäre doch noch operabel. Und wir sollten dann aber jetzt nicht mehr lange warten, sondern versuchen, dass sie schnell herkommt. Gesagt, getan. Im April 2019 reiste Chinelo nach Aachen. Nach abschließenden Untersuchungen konnte der Tumor in einer ersten Operation vollständig entfernt werden. Was blieb, war eine etwa apfelsinengroße Lücke, die zunächst nur durch vernähte Haut abgedeckt wurde. Ein großer Defekt also, der wenige Wochen später in einer zweiten, aufwendigen Operation mit Hilfe eines weichgeweblichen Oberschenkeltransplantats rekonstruiert wurde. Letztendlich haben wir verschiedene Hautinseln verteilt, im Gesicht, intraoral, im Mund und auch außerhalb und haben damit erstmal der Patientin die Möglichkeit gegeben, wieder zu sprechen, zu schlucken, auch jetzt einigermaßen ansehnlich auszusehen. Aber wir haben jetzt erst eigentlich die Hälfte des Weges hinter uns. Und es wäre natürlich ein Traum, wenn wir sie knöchern rekonstruieren könnten. Das würden wir in dem Fall mit einem Unterschenkel-Fibula-Transplantat machen, dass wir den Knochen wieder rekonstruieren, auch die Jochbeinregion. Und dann können wir ihr, wenn alles gut geht, Implantate inserieren und sie könnte wieder kauen, beißen, hätte Zähne. Sie lacht gern, das haben wir alle, glaube ich, jetzt mitbekommen. Ich würde es gerne wieder operieren, vielleicht nächstes Jahr schon. Und das ist so ein bisschen der Traum, den, glaube ich, sie auch hat und wir natürlich auch. Eine Vision, die Geld kostet und nur durch finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung realisiert werden kann. Und deshalb bin ich auch ein bisschen stolz und dankbar, dass ich hier arbeiten darf, weil wir hier in der Region einfach viele Kolleginnen und Kollegen haben, ärztlicherseits, zahnärztlicherseits, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die mit ihrem Eintrittsgeld, und das wissen sie auch, sowas mitfinanzieren. Und wir haben auch einzelne Spenden teilweise von Tumorpatienten, die können wir auch dafür noch einsetzen. Oft bleiben die im Hintergrund, das ist noch mehr wert, wenn man dann was Positives macht und im Hintergrund bleibt. Für Chinelo geht es erst einmal zurück nach Hause, denn dort wird sie sehnsüchtig erwartet. Freude in Fülle. Die Leute sind begeistert und sehnsüchtig, warten sie auf die Rückkehr. Ja, von Chinelo. Und sie sind natürlich sehr dankbar, auch beten, auch für alle, die mitgeholfen haben. Also ich freue mich so mit ihr, dass sie zurückkehrt und mit ihrer Freude ist ja praktisch ansteckend. Sie möchte unbedingt das Kind, ihren Mann und die Familie wiedersehen und deswegen fällt mir der Abschied jetzt nicht so schwer. Ein beeindruckender Fall, auch für das Team der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Also ich muss erstmal an die Patientin ein riesiges Kompliment aussprechen. Das ist so eine unglaublich starke Frau, eine starke Persönlichkeit.
weil es war ja nicht nur jetzt was Entstellendes, ja, was Stigmatisierendes, sondern sie hat nichts mehr gesehen mit dem linken Auge. Sie konnte auch nicht mehr richtig atmen. Der Tumor ging ja durch die Nase, durch den Mund. Das heißt, die Nahrungsaufnahme, alles war erschwert, war kompliziert und trotzdem war immer irgendwie eine positive Ausstrahlung gehabt. Das war also wirklich beeindruckend und ich denke oft, dass wir auch immer auch was lernen können von Patienten und auch von Menschen, die wir behandeln, weil die einfach uns manchmal Sachen aufzeigen. Wenn man dann so was sieht, dass man wirklich so eine bahnbrechende Veränderung im Leben bewirken kann, ja, dann ist das der Grund, warum wir jeden Morgen herkommen.